Dann tanzen. Hoffentlich bringt das Spaß. Katja ist tanzwütig. Tanzwütige Sims lieben das Tanzen. Wenn sie eine Weile nicht getanzt haben, können sie sich langweilen. Stupidudu, was ist hier denn los? Da hat sich, glaube ich, jemand verwählt. Yeah, Yeah. Und jetzt hat sie auf einmal Hunger. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Und sie muss ein bisschen schlafen und Herr Peber muss sowieso schlafen. Na, 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 na. So viel Spaß bringt dir das aber leider auch nicht. Dann nimm dir mal noch hier Reste nehmen. Und dann kannst du ein bisschen fernsehen. Frau Pepper pennt noch. Gut, Herr Pepper steht, glaube ich. Ah nee, der schläft jetzt erstmal. Der hat zwar Energie voll, aber der schläft jetzt erstmal. Ach, ich finde, es ist schon viel heller geworden hier, oder? Finde ich doch ganz gut. So. Gut, das bringt wenigstens ein bisschen Spaß. Das ist voll gut. Und Herr Peper, gut, ja. Frau Peper kann dann, wenn sie aufgestanden hat, dann auch mal sich Reste nehmen und dann den Kanal schauen. Und Katja, also Katja mit ihrer Schulleistung. Hausaufgaben 75% erledigt. Ja, dann muss sie unbedingt schlafen. So, ab ins Bett, Katja. Hast es dir verdient. Gute Nacht, liebe Katja. Hoffentlich wachst du nicht zu früh auf. Ich glaube, als nächstes. Ach nee, Herr Pieper steht auf und ist nicht mehr krank. Juhu! Oder? Doch, der ist da, der ist noch krank. Okay, komm. Nützt ja nichts, und irgendwann kommen wir eh nicht drum rum. Wir nehmen auch das Billigste vom Billigen. Gibt es keinen helleren Tisch? Das ist aber alles nicht so hübsch irgendwie. Nehmen wir den. Dann mal noch einen Stuhl dazu. Und ich hoffe, es reicht für den Computer. 1000 Simoleons, 1000 respektabler. Ja, okay, gut. Brauchen wir eh irgendwann so.
Okay. Dann mal bitte mehr Auswahl, Bestellung, Medizin kaufen. Einmal bitte. Okay, Konrad, dann nimm mal Medizin nehmen. Delay. Oh, Kelka. Betour. Klasse. Konrad hat Medizin eingenommen und die Erkältung besiegt. Ach, wenn's doch in echt auch so wäre. Gut, dann, naja, wenn wir jetzt schon mal einen Computer haben, Herr Pieper, dann ziehen Sie sich erstmal was an. Outfits, Outfit ändern. Alltagskleidung. Und kann der Schach spielen hier? Sims Forever. Haushalt, Karriere, Witze schreiben. Das ist jetzt ja jetzt nicht so seins. Web. Kunst durchsuchen, lustige Videos. Recherchieren. Was heißt recherchieren? Anmachsprüche, Gottes Willen. Kann er hier nicht schreiben üben? Ach da, schreiben. Programmieren üben. Soziales Netzwerk. Computer sperren. Programmieren üben? Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Hello. Yes. Ja, helloworld.exe.bild. Mein Bildschirm. Punkt Bildschirm. Aha. Java Update. Ja. Okay. Das ist Overflow Error. Das okay, das ich glaube, das sollte nicht so sein. Nein, das sollte nicht so sein. Naja, okay. Okay, gut. Hey, ich habe das Programm geöffnet. Das ist schon mal ein Fortschritt. Konrad hat 160 Simoleons verdient, während er krank zu Hause war. Der war krank. Der war krank. Der hat Medizin nur genommen. Alter, Frau Brodonski, nein. Frau Brodonski, wir... Was ist das denn für eine Partymaus? Die Frau Brodonski, ich fasse es nicht. So. Und dann können Sie auch währenddessen fernsehen. Geht das nicht währenddessen, Frau Pieper? Essen und fernsehen, das... Okay, es geht doch. Wo finde ich denn diese Taste hier auf diesem Endgerät? Ah ja, eine Q und eine unter der If-Bedingung. If, führe aus, Punkt Bild. Programmiere cooles Spiel mit Kioskbesitzer. Ja. Lösche TKKG Hauptcharaktere. Mhm. Füge ein Bild von Herrn Pieper. Dank seiner neuen Programmierfähigkeit hat Konrad jetzt Hacken und das Programmieren üben. Achso, das kann er jetzt. Je höher der Fähigkeitslevel, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Ja, cool. So, Frau Pieper, die ist auch gleich wieder auf dem Damm. Was aber nicht so gut ist, ist, dass wir jetzt hier solche nachtaktiven Piepers haben. Das ist ja gar nicht so einfach, hier so eine Art Biorhythmus mal reinzubekommen. Fernsehen können Sie mal knicken. Dann lieber mal hier verwenden. Und dann könnten sie eigentlich mal hier dran weiterknipsen, oder? In Form schneiden. Der Bonsai wurde vor kurzem in Form gebracht. Warte, bis er wieder nachgewachsen ist, um es noch einmal zu versuchen. Bonsai untersuchen. Na gut. So. Herr Pieper fühlt sich gut, das ist fein.
Ja, Sie müssen aber gleich mal. Ich hoffe, das hier geht in der nächsten Aufnahme mal weg. Sie müssen aber leider gerade mal, ja, das Klo benutzen. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr im Waschbecken immer eure Teller abspült. Bäh. Hier sieht's noch ganz gut aus, oder? So, okay. Das kriegen Sie doch gleich hin, Herr Pieper, oder? Super. Herr Pieper, Sie sind klasse. Gut, Bonsai-Untersuchung, das war nicht sehr erfolgreich, aber dann können Sie doch mal... Also erstmal könnten Sie dann vielleicht mal Outfit wechseln, Outfit ändern, hier warme Kleidung und dann hier mal alles ernten. Und Katja, die pennt. Sehr gut, sehr gut. Ah, und Frau Pepe hat die Gartenfähigkeit Level 2. Und dann können sie hier auch mal alles ernten. Und hier alles ernten. Es sei denn, sie machen das jetzt schon. Ah, okay. Erforschen. Erhalte nützliche Informationen über deine Pflanze. An dieser Pflanze wächst kein Unkraut. Diese Pflanze braucht kein Wasser. Aha. Erforschen heißt also Fotos machen. Na gut. So, hier ist unordentlich. Teile plündern. Und dann hier bitte mal aufwischen. Energiegeladen. Herrlich sauber. Ordentlichen Sims sind beim Putzen am glücklichsten. So, hier, diese Schmutzpartikel ist jetzt auch weg. Okay, ja, hier ist noch ein Snüffelstück versteckt. Sehr gut. Swarpsa, besieg. Ja, hier, wie verrückt aufwischen, Herr Pieper. Super. Und das können Sie dann mal wegwerfen. Okay. Und dann nochmal Reste nehmen. Frau Pieper, was sagen Sie? Sie erforschen hier noch fröhlich. Können Sie hier auch trainieren dran oder hier trainieren? Tanzen, Sender wechseln. Heike hat die Pflanze Petersilienpflanze erforscht und das Notizbuch aktualisiert. Petersilie, ein Simoleon, Jahreszeiten, Sommer und Frühling. Ein buschiges grünes Kraut, das sowohl im Garten als auch auf dem Teller gut aussieht. Ja, klasse. Dann machen Sie das doch gleich nochmal. Erforschen. Erforschen. Paguna, so, hier stehen wir wieder am Lieblingsplatz der Familie Pieper. Vor dem Kühlschrank. Und dann können Sie hier weiter programmieren üben. Katja, du kleine Maus, du schläfst noch. Gut. Dann, Herr Pieper, können Sie sich gleich mal wieder hier hinsetzen? So. Und dann würde ich sagen, mache ich gleich mal eine... Oder nicht gleich, jetzt mache ich eine Aufnahmepause. Eine schöne kleine Aufnahmepause. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Wenn ihr wollt,
Ja. Ich würde mich freuen. Ich habe jetzt die Abmoderation total verkackt. Entschuldigung. Ich fange nochmal an. So, Herr Pepe hat sich jetzt also hier hingesetzt. Das heißt, das war nochmal so mein Ziel am Ende der Aufnahme, die jetzt vorbei ist, denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Das überrascht euch jetzt vielleicht, aber Zeit wird's. Muss noch ein paar Folgen schnibbeln, damit morgen auch was kommt. Ja. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das würde mich freuen. Macht es bis dahin gut. Ich bin raus. Euer Flo. Tschüss. So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Sims 4 oder auch dem Zahnrädchen-Schraubsimulator 2020 hier bei Herr Pepe am Schreibtisch. Wo waren wir denn? Wir wissen noch, dass Herr Pepe krank war in der letzten Aufnahme und dann erstmal so ein bisschen angebieft wurde, weil wir Medizin gekauft haben. Deshalb haben wir uns auch den Computer gekauft. Wisst ihr ja alles. So, es ist Freitag. Freitag, 3.22 Uhr. Und wie geht's denn unserem Herrn Pepe? Der ist gar nicht müde. Und wo ist Frau Pepe? Ach, die ist hier am Ernten. So, Katja ist die Einzige, die was Produktives macht. Die schläft nämlich. Ich habe aber die Angst, dass die gleich schon wieder aufwacht. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass Herr Pepe jetzt auch mal ins Bett geht, einfach schlafen. Und Frau Pepe auch. Dass wir hier alle so ein bisschen so eine Art Tagesrhythmus haben. Aber die stinkt. Frau Pepe stinkt zum Himmel. Das hat man von der Gartenarbeit. Ach ja, und wir haben Radio. Frau Pepe stinkt. Sie stinkt zum Himmel. So. Jetzt können die alle mal noch ein bisschen pennen hier. Und da steht natürlich Katja schon wieder auf. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt hier mal in Ruhe mal ein bisschen in die Aufnahme starten. Und sie steht schon wieder auf und stinkt noch mehr. Meine Güte, was ist denn los? Wird Zeit, dass Wochenende ist. Ja, geh dann noch mal bitte duschen, Katja. Und dann Reste nehmen. Herr Pepe hat zum Glück hier dieses Feld nicht mehr, dass der irgendwie mit Katja noch quatschen wollte. Okay, ich habe mir gar keine so großen Pläne gemacht für diese Aufnahme. Ich hoffe, wir können jetzt mal ein bisschen mit Katja das Wochenende genießen. Das wäre ganz fantastisch. Und ich glaube, die Dusche ist schmutzig, oder? Säubern, Ja, apropos Wochenende genießen. Das klappt mit einer dreckigen Dusche am Morgen immer am besten. Komm, wir können hier ja schon mal ein bisschen aufräumen. Oh, heute ist Liebestag. Oh, deshalb erstmal auf den Pott und dann essen. Liebestag, hallo, holla. Romantische Stimmung, verbringe Zeit mit denjenigen, den du liebst oder in den du dich verliebt hast. Katja ist in keinen verliebt. Sie kennt ja auch noch überhaupt keinen, weil wir einfach noch keine Zeit hatten, mit Katja Kontakte zu schließen. Das ist ein bisschen problematisch. Blumen geben. Nimm teil, indem du die Interaktion Geschenke kaufen am Telefon oder Computer verwendest, um Blumen zu kaufen. Wähle ein Sim und dann Geschenk geben. Zur Verabredung gehen. Geh mit deinem Schatz aus oder lade deinen Schwarm ein. Dann, denn das ist Tradition. Klicke auf das Telefon und wähle um Verabredung bitten, um teilzunehmen. Wähle einen anderen Sim und einen Ort für die Verabredung. Ja, Katja fällt da leider ein bisschen außen vor, aber ich hoffe, Konrad ignoriert diese Tradition, weil Einzelgänger ist. Was? Wie? Warum? Was? Herr Pepe, warum wollen Sie denn Ihrer Herzdame keine Blumen schicken? Was hat denn das damit zu tun, dass Herr Pepe Einzelgänger ist? Aber hier romantische Stimmung. Konrad liebt diese Tradition, weil in einer romantischen Beziehung ist. Verbringe mit demjenigen, den du liebst oder in den du dich verliebt hast. Nimm teil, indem du romantische Sozialinteraktionen wie Küssen, Umarmen, Flirten oder Techtelmechtel ausführst.
zur Verabredung gehen, das können wir auch machen. Und was hat Frau Peper? Die verschenkt gerne Blumen. Sie liebt diese Tradition, weil sie die Natur liebt, weil sie in einer romantischen Beziehung ist. Ja, okay. Okay, gut, Katja ist da, glaube ich, ein bisschen außen vor. Aber, soweit ich mich erinnern kann, hat Frau Peper heute frei. Wo ist denn das? Hier frei? Nee, hier? Hat heute frei, tatsächlich. Und Herr Peper muss sowieso erst heute Abend arbeiten. Da können wir doch gleich mal ein kleines Tête-à-Tête starten. Und Katja, komm aus der Dusche raus. Du bist doch sauber. Wie lange duschst du denn, Mädel? Naja, gut, so sauber ist sie immer noch, trotzdem noch nicht. Aber, ja, okay. Ich wollte mal hier nach Frau Pepers Beziehung gucken. Guck mal hier, wer hier wieder ist. Willi Winter, ein junger Erwachsener, Karriere unbekannt. Ja, ich weiß, welche Karriere. Dass man mit Geistern befreundet ist, das überrascht mich.